It's stuck. All right. Locked. Natürlich. Oh, ein Schlüssel. Ein Symbol. Noch ein Phonographen, eine Phonographenwalze. It is said that ancient Conariums have the ability to transfer one's mind outside through the endless vacuum into other receiving Conariums. Just think about the possibility of shedding off the earthbound mortal coil. Heilige Scheiße, okay. The stars and yonder. As a free agent to see the grand scheme above and beyond the third dimension. Being able to contemplate vistas and sense things you could never ever dream of with the help of the bodily sensations. Finally, we shall overleap time, space and dimensions and without bodily motion peer to the bottom of creation. Yes, I know how this sounds to you. This is incomprehensible, even for someone like me who spent almost a lifetime on such arcane topics. It is just sad to see. The knowledge has been out there all the time, forevermore, and we failed to read between the lines. Es wären ja auch keine Wissenschaftler, wenn sie ganz normal klingen würden. Wissenschaftler klingen immer so verdammt crazy. Bevor ich mir das Konarium angucke, möchte ich mir noch mal einmal kurz den verschlossenen Raum hier anschauen. What? Oh. Das ist, glaube ich, gar nicht gut. Ist mein Game gerade abgestürzt? Okay, nee. What the... I knew it. All those years of extensive research have not been in vain. Here it is. Lying dormant and standing still beneath the eternally shifting sands of Ubal-Kali for who knows how many millennia. Er hat's wirklich geschafft? Die Axt könnte nützlich werden. Taschenlampe genauso. Auf geht's. The hallway seems like it was intentionally blocked with this ornate wall, and there are some primal writings inscribed on it. As far as I can tell, the text talks about a guardian, a formless, glistening and reflectively iridescent black protoplasm, able to mock and reflect all forms and organs. Jeden nachahmen kann. Ja, das kann natürlich gruselig werden. Stellt euch vor, der würde dann durch dieses Konarium in unsere Welt kommen. Dann kann er einfach sagen, ach übrigens, ich bin zurück, das sind meine Forschungen, ich bin der wirkliche Faust, hahaha, aber ich bin das gar nicht, denn ich bin dieses komische Protonenplasma, was sich in jeden verwandeln kann. Dann haben wir ein großes Problem. Wenn wir so jemanden bei uns haben. Dann haben wir ein gigantisches Problem. Was? Also der muss auf jeden Fall nach oben.
Kann er nicht genau in der Mitte stehen? Es klang so, als ob irgendwas passiert wäre. Hallo? Did something happen? Leuchten auf jeden Fall alle Dinge, aber ich denke, der in der Mitte, der rot ist, der muss noch blau werden. Kann es sein, dass ich einen Punkt finden muss, wo alle sein können, um eine Linie zu erzeugen? Problem ist allein, die können ja nie in der Linie stehen. Weiß, dass ich es gerade nicht richtig löse, ist okay. Mein Kopf tut weh. Aha, warum ist das so crazy? Wirklich alles hier so ein bisschen crazy. Ganz bisschen. Nicht so viel, einfach nur so ein bisschen. Ein bisschen verrückt. Gucken nochmal, ob ich hier irgendwie was verpasst habe. Am Anfang. Aber ich glaube nicht. Nope. Okay. Wie kann das mit dem Rätsel funktionieren? In der Mitte habe ich einen roten. Der muss, denke ich, irgendwie blau werden. Ja. But how? Thank you.
Warum auch immer. Okay, wir haben wieder irgendwie so ein Drehventil. Metallgegenstand. Hey! Okay. Found it. This mural is depicting the continents in the middle. Jurassic era, I believe. This is marvelous, as well as overwhelming. The light from the device is obviously showing the locations of the ancient Conarians. Yes, it definitely is so, for I've known two of these places from the detailed petroglyphs in the secret halls beneath the Khafre's pyramid. But they all had gone now. Even their ruins had been crumbled under the waves of human cruelty and the merciless time. But this lowermost landmass is what we call Antarctica today. It is most probable that the structure that holds the Conarium is most enduring still today. Will you look at that? Ach, das hat sich gar nicht geöffnet. Ich dachte, das hätte sich auch geöffnet. Das dritte Auge, deswegen sollte das auch oben sein. Okay, das macht schon irgendwo Sinn. Heißt das, ich... Oh, oh. I better leave this place immediately. Scheiße. What? Ja? Ich wurde gerade von einem Kristall gejagt. Okay. Hey. Sure thing. Sure thing. Hey, wir kommen wieder in so einen Lichtblick. Und wir sind wieder hier. Lake ist zu. Barlow ist zu. Frank Gilman ist offen. Alter. Shit. This is the price we must pay for our transgressions. The price to be paid for breaking away from the limits of mortal flesh and delving into arcana of consciousness that few have trod. What the hell is going on? You are naive for suppressing our truest aspirations. Such earthly fear of improbability detached you from our absolute purpose. I definitely lost my mind. Uh, 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 uh.
Überall muss man für bezahlen, ne? Fast geschafft. Wir haben fast unser drittes Auge geöffnet, ha? Darum geht's dir. Mit der Aussage. So. Faust? Oh Gott, what has happened to him? Dr. Faust, can you hear me? Are you all right? Yes. I can scarcely hear you. How terrific is the price of a single glimpse behind the veil of nature. Frank, we've sought to escape from the tedium and limitations of waking reality into beckoning vistas of fabled avenues of other dimensions. But did it work, or was all in vain for us to begin with? I lost my sight and I cannot feel my legs anymore. Our bodies are falling apart under such alien sensations of this accursed device we used to open forbidden doors of time and space. And I feel every part of my body is failing fast. I have no power within me to resist my downward course now. So you have to move on. There is no other way. Reach the ancient Conarium and shed your deteriorated skin. Elves consume some of this. It will ease your pain. But eventually you will end up like me. And I have such small... Dr. Faust! Dr. Faust! Wenn ihr mal drüber nachdenkt, ne? Total krasse Verschwörungstheorien. Aber wenn es wirklich möglich sein sollte, irgendwie in der Zeit zu reisen oder so, ne? Stell euch mal vor, dass dann einfach mit den Leuten passiert. Es ist längst möglich, aber sie konnten es nie zu uns bringen, weil sie gestorben sind, dass alles oder irgendeine höhere Macht wirklich dahinter steckt. Ey, Verschwörungstheorien kann ich zu dem Thema vollkommen verstehen. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Was hat er uns eigentlich jetzt mitgegeben? Sollten wir nicht irgendwas mitnehmen, was unseren Schmerz lindert? Da. Oh, geil. Jetzt darf ich mir das auch noch aussuchen. Das ist aber ungeil. Das speichern wir vorher. Nehmen wir das oder nicht? Wir nehmen das. De Versache. Dr. Faust? Warum sind wir jetzt wieder hier? I found it, Frank. I finally found my answers. Under the shifting sands. Was? Also das wäre jetzt das Ende, wenn wir das Zeug nehmen. Dann sehen wir, glaube ich, das, was wir sehen wollen.
dass er seine Antworten gefunden hat und dass alles gut ist. Aber ich glaube, das ist die geschönte Wahrheit. Ich glaube, das richtige Ende ist, wenn wir das Zeug nicht nehmen und auf diesen Berg hochkraxeln und uns da alles angucken. 3 Stunden 26 habe ich gebraucht. Ich habe echt viele Dokumente gefunden und fast alle Erinnerungen erlebt. Fast die Hälfte der Geheimnisse, mehr als die Hälfte. Fast alle Trophäen, 77%. Spielende Kunario Naut. Ja. Aber zum Glück nicht, ich hoffe nicht auf den Speicherpunkt, den ich gerade eben genommen hatte. Das war der hier, manueller Speicherstand. So, okay. Interessantes Ende. Er hat seine Antworten gefunden, aber wir mussten die Substanz dafür nehmen. Und ich glaube, das war dann halt wirklich jetzt so eine geschönte Wahrheit. Und wir können hier noch mehr entdecken. Wir können hier noch mehr entdecken. Auf jeden Fall. Guck mal, ich gehe hier so straight lang, als ob ich direkt wüsste, wo ich hin muss. Kein Plan, ob ich hier hin muss, aber es sah irgendwie danach aus. Okay. Hier können wir Zeichen? Müssen wir da vielleicht die Zeichen eingeben, die wir oben sehen? Ja, die Zeichen, die wir oben sehen, die sehe ich auf jeden Fall nicht hier drauf. Aber zum Beispiel mit so einem Kreis oben, das gäbe es, wenn ich das hier finde, dann muss ich das hier eingeben. Nee, wir gucken mal weiter, ob wir hier irgendwo noch so ein Labyrinth quasi davon. F mit ganz vielen Strichen. Überall ist das gleiche drauf, okay. Das ist das auf jeden Fall nicht. Schwungvoll. Ach Gott, das ist die Übersetzung von den Zeichen quasi. Also, hier ist so zwei Schwinger und oben so ein Haken. Also, das da. Und das ist dieses, das aussieht wie ein Z. Also hier muss das Zeichen, das aussieht wie so ein Z rein, das hier. Genau. Dann sehen wir zum Beispiel an diesem Ding, wie so eine Übersetzungstafel, wie krass. Hier sehen wir das Feuer. Das Feuer ist gleich dieser Kreis mit, nee, falsch. Das Feuer ist gleich die Sonne. Ist die Substanz etwas Sterbehilfe gewesen? Bin ich mir unsicher. Ich glaube, das hat einfach, weiß ich nicht, das hat dein Kopf in so einen Geisteszustand verwandelt, wo du einfach für immer in deiner komischen Welt da lebst. Ich glaube nicht, dass sich das direkt umgebracht hat. Okay, da muss das mit diesem Kreis hin. So. Was haben wir hier noch? Hier haben wir dieses Viereck-Labyrinth. Das wäre das hier unten. Da muss dieser geschwungene Symbol hin. Das. Jetzt haben wir hier. Hier haben wir, okay, das muss ich mir gut merken. Das da. Okay, da muss umgedrehtes kleines C quasi hin. Hier habe ich gerade geguckt, ne? Oh! Das waren schon alle. Anscheinend. Jawohl. Dann war der von Anfang an richtig eingestellt. Sehr gut. Habe ich meinen Kristall dabei? Habe ich. Die Dinger werde ich auf jeden Fall irgendwie aufladen müssen. Da oben sieht man auch so einen Kristall nach oben schießen. Komme ich da irgendwie hoch? Da werde ich reinkommen müssen.
kann ich aber nicht hacken. Müsste irgendwie einen anderen Weg reingeben. Kann ich hier jetzt... Jawohl. Okay, der Kristall hat hier den... Das heißt, das schießt jetzt da durch. Wir müssen ihn jetzt nur drehen. Zum Beispiel nach da. Und den... Zum Beispiel nach da. Den... Zum Beispiel nach da. Den nach da. Und den zu dem. Und jetzt gleich haben wir einen Kreis hier drum. Zack. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, wenn der da durchschießt. What? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Okay, das muss auf jeden Fall hier rumlaufen. Wie ich das hatte, das war schon richtig. Ah, ich musste einfach nochmal zu dem ersten laufen. Es öffnet sich. Hallo Spriti! Einer der Golems! Freunde! What? Nichts gegen dich, aber deine Finger sind schon ein bisschen eklig. No front. Mein nur. Bisschen. Kann ich an dir vielleicht kurz mein Kristall laden? Ey, ich will den ausrüsten. Danke. Jetzt müsste der ja gerade unfassbar aufgeladen sein. Ich meine, wir haben uns an so einem krassen Golem aufgeladen. Wenn der jetzt gerade nicht der Sheet ist, dann weiß ich auch nicht. Dann wollen wir doch mal schauen, was hier auf uns wartet. An der Spitze. Ist das ein riesiges Konarium?
What? Außerkörperliche Erfahrung. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Titel für die Errungenschaft dafür. Wow. Also wir haben es dadurch, denke ich mal, einfach mal irgendwie jetzt wirklich geschafft, durch Raumzeitkontinuum zu fliegen, uns zu beamen und sind sogar eine dieser Echsen geworden. Alter. Okay. Das Game zu erklären ist, glaube ich, das Schwierigste ever. Heilige Scheiße. War das heftig. Reisender ins Jenseits. Ja. Auf jeden Fall. Freunde. Das. Bakunarium. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr hierzu eine Theorie wollt, lest euch auf jeden Fall im Internet eine Menge durch. Auch zu Lovecraft. Halleluja. Okay. Krass. Oh hi, du hast das Ende des Videos erreicht. Wenn du jetzt noch mehr von mir sehen willst, kannst du sehr gerne hier vorbeischauen oder den Kanal abonnieren oder du schaust hier bei Twitter vorbei. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.